Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Together Minecraft. Heute mit einem Gastkommentator, der leider nicht aktiv mitspielen kann. Die liebe Yuri, stell dich mal vor. Sie hat auch einen YouTube-Account und ist auch schon fleißig Let's Plays am machen, wenn die Zeit hat. Werbung! Wie gesagt, das ist diesmal Let's Play Together, also wird es ein paar Regeln geben. Im Moment, da ich nur die Regeln erkläre und dann, wie gesagt, jemanden zum Kommentieren noch dabei habe, wird es erstmal auch friedlich sein und wir laden jetzt erstmal die Welt. Denn wir haben was vorbereitet. Ja, die habe ich so gesehen erstellt, indem ich einfach mal random 4 Nummern eingegeben habe. X-Top gegen meine Welt. Stimmt auch wieder. Du hast ja immer so ein Glück mit den Welten gehabt. So, und wie man hier schon sieht, das wurde vorbereitet. Das ist unsere Base. Ungefähr in der Mitte, wie man auf der Karte sieht. Bisschen weit unten. Ja, finde ich auch. Sie ist wunderschön. Und hier wird dann alles anfangen. Schon ein paar Bäumchen. Darf ich was sagen? Ich komme bis heute immer noch nicht mit dieser Scheißkarte zurecht. Nein? Nein, aber du kennst mich ja. Ich und Karten, ne? Bestimmt auch wieder. Selbst mit Karte verfliegen. Oder verfahren. Ja. Oder verlaufen. Ja. Auf jeden Fall da hinten muss irgendwo ein Dorf sein. Also schön zentral. Ein bisschen erkundet wurde auch schon. Dann gehen wir mal rein. Hoppla. Nein, bist du gerade aus rausgekommen? Ja, aber drin habe ich hier. Ich will es nicht abbauen. Erste Folge und man fehlt wieder. Und hier, da wir auch ein paar englische aktive Spieler nachher mit haben, habe ich hier mal auf Englisch hingeschrieben. Regeln bitte befolgen. Sehr schön. Ja, ne? Erste Regel. Unten gibt es... Ja, Karte? Unten gibt es Schatztruhen. Für jeden Spieler eine. Oh, hoppla. Ich bin so gut. Dann natürlich, keiner darf andere Sachen zerstören. Benehmt euch. Seid nice. Ja, seid nett. Und habt Spaß. Hast du irgendwelche Regeln vielleicht noch zu ergänzen? Nein, ich wüsste jetzt gar nichts. Gut. So, dann gehen wir mal langsam hier runter. Und hier wären dann die Schatztruhen. Schön. Ja, schön. Drei auf jeder Seite. Je nachdem wird das noch verlängert. Und in jeder Truhe gibt es schon mal Anfangssachen. Sehr schön. Eichenholzbretter und Pflastersteine. Wann kommen denn die englischen Spieler rein? Ich habe jetzt einen schon, du kennst den ja, Liam. Habe ich schon und ich muss mal mit der Reihenfolge gucken. Alles klar. Weil ich habe jetzt sowohl aktive als auch wie du passive Spieler. So, und jetzt hier etwas ganz Besonderes, was ganz, ganz unten ist. Nämlich die Hall of Fame. Da kommen wirklich besondere Spieler und Bekannte von mir hin, die dürfen sich dann hier verewigen auf diesem Feld. Klar. Jeder bekommt ein Feld. Du darfst mich hinschreiben, auch wenn ich Passivspieler bin. Das hatte ich auch vor. Dich wollte ich dann hier hinsetzen. Wieso da? Weil, wir sind lieber hier. Egal. Pack mich irgendwo rein. Gut, du wirst dann hier schön deinen Platz haben. Und hier ist schon ein Schild aufgestellt mit einem Spieler, den ich noch nicht verraten werde. Der wird aber in der nächsten Folge aktiv mitmachen. Das ist nicht raten, das ist Plenieboy. Nein. Als ob ich mit dem spielen will. Wer weiß. Egal. Auf jeden Fall, wir verlassen mal wieder die gute Stube. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Hast du noch eine Idee, was wir machen könnten? Vielleicht ein bisschen erkunden? Suchen wir das gemeine Chicken. Das Evil Chicken? Evil Chicken, yes. Gut, dann machen wir uns auf die Suche nach dem Evil Chicken. Und nach Eiern. Und nach Eiern. Und ich hab's schon gefunden. Verdammt. Da unten. Das war zu schnell, das war zu schnell. Wollen wir es umlegen? Ja, ich denke mal, das wird nicht so wie bei Zelda sein, ne? Dass das eine Massenhorde ankommt. Man kann es ja mal versuchen. Bleib stehen! Polizei! Razzia! Steinaxt! Es hat eine Feder gedroppt. Tihi, damit kann ich jetzt jemanden zu Tode kitzeln. Hallo Kuh. Oh, ihr tat's weh. Also die Feder ist ja ganz schön böse. Ja. Oh, guck dir das mal an, ein schwarzes Schaf. Schon das Schaf. Ja, schon. Und nicht Karl. Diss mich nicht damit. Tut mir sorry. Und wie gesagt, ich habe das Dorf hier direkt in der Nähe. Da wir direkt mit den aktiven Spielern auf leicht spielen werden, damit wir auch ein paar Monster haben. Wenn wir irgendwann keine gute Behausung mehr haben, werden wir uns im Regen hier unterstellen. Und wie man schon sehen kann, ich war so dumm und hab mal, als ich das vorbereiten wollte, schon mal auf leicht angefangen. Und hier sieht man so deutliche Spuren, wer mich hier mal besucht hat. Das könnte sein, das war ein Krieger, ne? Yo! Kennst du auch nur zu gut. Vor allen Dingen, wenn sowas passiert, ne? Nice! Sehr schön! Dann, was man ja natürlich auch hat, wenn man auf leicht spielt, da nagt der Hunger an einen und da haben wir direkt ein schönes Feld mit Möhren. Und Weizen. Ich hätte ja jetzt lieber Bock auf ein Eis. Eis. Und Kürbisse. Jo, das wäre das Dorf. Und wie man sehen kann hier auf der Karte, wir waren schon ein bisschen im Westen. Und dieser rote Punkt da im Sand. Ja, das war Lava überirdisch. Das war auch ein Abenteuer. Ist eine Schneise drin. Okay, damit haben wir dann alles soweit erklärt. Juri, hast du dazu noch was hinzuzufügen? Nein, ich habe jetzt gerade eh nicht aufgepasst. Das ist immer gut. Huh? Spaß beiseite. Nein, hab ich nicht. Hier ist doch gerade der Blitz eingeschlagen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist kein normaler Blitz. Das war ein Blitz? Ja. Ich wollte schon sagen, was ist hier? Warum ist da jetzt ein Männchen? Weil ich am Rennen bin! Ich laufe vor dem Regen davon. Ist es denn interessant, halt, bei dem Bildschirm, das jetzt über Skype dann überhaupt zu sehen? Also deswegen. Tja, ist mal was anderes, ne? Oh ja. Und dass es überhaupt funktioniert, obwohl die Technik mich noch so hasst. Wie lange hast du vor aufzunehmen? Dein Fahrrad? Ungefähr? Da das jetzt nur eine kurze Erklärung war, wir sind jetzt bei 10 Minuten. 8 Minuten 46. Genau. Ja. Test, test. Perfekt. Hoffentlich, dass es auch funktioniert dann. Ja, das hoffe ich auch. Und dass sich nachher auch noch viele melden werden. Und wer weiß, vielleicht kommst du ja noch mal eine Folge lang mit. Begleitest mich beim Bauen. Ja. Okay, dann danke ich dir erstmal, dass du mir in diesem allerersten Erklärungsvideo mir tatkräftig geholfen hast. Und wir sehen uns dann, ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge, außer du siehst es dir an. Natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Tschüss.